Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part Guild Wars 2. Ja, wir sind in der letzten Folge, Folge 11, leider echt verstorben. Wir waren tot und waren dann im Jenseits, betitle ich es jetzt mal. Und ja, haben es geschafft, wiederzukommen. Der Richter müsste dann Genth irgendwie gewesen sein. Wir haben aber auch Pallava Joko gesehen. Da war gut was los. Wir müssen jetzt ans Tor, um in die nächste Karte zu kommen. Deshalb würde ich sagen, wir schwingen uns auf unsere Himmelsschuppe. Ich finde diese Karte auch so, so, so schön. Es sind viele Ruinen zwischenreingestellt. Also wirklich mega cool. Ich fand Folge 11 mega, muss man wirklich so sagen. Also von allem, was wir bisher so durchlebt haben, gespielt haben, war das so mein Highlight, muss ich gestehen. Auch das, wo wir als Geist dann durch diese Höhlen gelaufen sind, durch dieses Gebiet, um unseren Namen, unsere Aufgabe, unseren Zweck, den wir verfolgen, wiederzufinden. Das war schon nicht schlecht, muss man wirklich so sagen. So, und hier haben wir jetzt das Portal. Und dann kommen wir in die nächste Karte. Cool. Dann werden wir in Folge 13 die Elon-Flusslande erkunden. So, was haben wir hier jetzt zu tun? Okay, also wir haben hier vorne einen Kreis. Na, dann wollen wir mal. Ich würde sagen, wir lassen den Speer uns mal ein bisschen was hier das von dieser Karte zeigen. Durch den Krieg abgeschnitten worden. Ja. Obwohl sie Joko treu ergeben sind, war bei den Dorfbewohnern von Reinheit ein Anstieg verdächtiger Aktivitäten zu verzeichnen. Und die Erweckten der Garnison haben ihre Überwachung verstärkt. Von der Pergola hoch über den Dächern von Reinheit aus beobachten der Clanmarschall und sein erweckter Visier das Knochenufer. Okay. Die Lage ist kompliziert. Die Spannungen verstärken sich. Jokus Dienstanweisungen lauteten bisher, das Reich satt zu machen und Truppen von Erweckten durch Palavas Einschnitt in den Kampf gegen die Geschmiedeten zu schicken. Doch die Straße nach Süden ist umkämpft. Okay. Wo haben wir unsere kleine Bubble? Kommandeur, wieso seid ihr am Leben? Balthasar hat euch getötet. Ich habe aus den Schatten heraus euren Untergang beobachtet. Wir wussten, dass Balthasar euch beobachten ließ. Aber er schlug zu, bevor wir euch warnen konnten. Was geschah nach eurem Tod? Wenn der rechte Zeitpunkt gekommen ist, werde ich euch erzählen, wo ich mich wiederfand, was ich sah, wie ich entkam. Alles, was seit meinem Tod geschehen ist. Aber zuerst müsst ihr mir helfen. Aber natürlich. Wenn wir dann im Gegenzug das Wissen erlangen, sagt uns, was ihr braucht. Ihr könnt alles haben, zu dem der Orden fähig ist. Ich will Balthasar mit Hilfe von Jokos Armee aufhalten. Kommandeur, der Orden der Schatten ist mächtig. Er ist versiert und kann Dinge bewirken, die an Wunder grenzen. Aber wir können euch keine Armee von Erweckten beschaffen. Das kann niemand. Nur Joko selbst. Der Archon Iberu könnte es tun. Der Archon? Jokos Marschälle könnten dem folgen, was er befiehlt, wohl wahr, falls die Befehle direkt vom König kämen. Ich weiß aus sehr guter Quelle, dass sie es tun würden. Aber der Orden hat keinen Einfluss auf Archon Iberu. Als Joko das letzte Mal auf uns aufmerksam wurde, tötete er 30 unserer Agenten. Ich werde mich um Iberu kümmern. Ich muss nur wissen, wo ich ihn finden kann, ihn und Jokos Marschälle. Ich vermute, Großvisier Utumishi im Knochenpalast südlich von hier kann euch sagen, wo sich die Marschälle befinden. Und was Iberu angeht, am einfachsten und sichersten ist es, wenn ihr ihn herlockt. Normalerweise hält er jedoch das Gebiet südlich der Mauer seiner Aufmerksamkeit nicht für wert. Wenn er aber nun dächte, dass die Sonnenspeere hier unten rebellierten, müsste er kommen, um der Bedrohung ein Ende zu setzen, oder? Die Zahl der verbliebenen Sonnenspeere reicht für einen Aufstand nicht aus. Es braucht nur eine Person, und die muss noch nicht einmal ein Sonnenspeer sein. Ein paar Angriffe auf Lager der Erweckten, einige sorgfältig platzierte Sonnenspeerbanner. Das würde doch aussehen, als würden die Sonnenspeere den Krieg erklären, ganz egal, wer tatsächlich dafür verantwortlich ist. Es ist riskant. Sehr riskant. Seid vorsichtig, Kommandeur. Euer nächster Tod könnte euer letzter sein. Okidoki. Nicht schlecht. Es bleibt weiterhin spannend.
ersetzt Joko Porträts auf Gebäuden durch Sonnensperrpropaganda und überfallt Erweckten-Lager unter dem Banner der Sonnensperre. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Aufgeladen! Hier ist ein wunderbarer Platz, um eine falsche Revolution anzuzetteln. Da oben haben wir noch ein Sternchen. Aufgeladen! Aufgeladen! Da haben wir noch so ein Ding. Die Erweckten lasse ich jetzt einfach da oben stehen. Das ist mir egal, um ehrlich zu sein. So, da haben wir noch. Haben wir? Da haben wir noch eins. Und da. Das ist schon mal wirklich wieder mega cool, dass wir hier die Plakate... Sieht aus, als bahnte sich ein Aufstand an. Ja. Okay, wir müssen jetzt Richtung Süden runter. Hier, hier, hier und hier. Dann würde ich sagen, wollen wir mal... Ich bin immer noch so ein bisschen erschlagen von der letzten Folge. Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Oh, ich mag das mit den Bäumen, mit den Blüten. Das war schon, das war schon eine Nummer, muss man wirklich sagen. Also, das hätte ich nicht erwartet. Vor allem bin ich mal sehr gespannt, wie es aktuell weitergeht. Das ist schon wirklich ein bisschen länger her. Wir haben das damals zu Beginn, als wir mit Guild Wars gestartet haben, haben wir die Erweiterungen gespielt. Lagerbanner. Die Luft ist mein Element. Da kommen die nächsten an. Die habe ich jetzt nicht erwartet, aber das kriegen wir hin. Die Wut ist mein. So, da ist ein Banner. Zack. Okay. Wir müssen weiter in diese Richtung. Dürfen wir hier zufälligerweise durch? Okay, ich würde sagen, wir fliegen weiter rechts rum. Oder kommen wir da drüber? Wir versuchen es mal. Wir haben ja die Himmelsschuppe. Wir versuchen es. Okay, wir gucken mal. Also oben drüber komme ich leider nicht. Wir müssen schon ein bisschen außen rum fliegen. Aber ich sehe hier einen Weg. Ich sehe hier einen Weg, der uns hier durchführt. Können wir erstmal hier das aufdecken? Vielleicht haben wir hier ja eine Wegmarke. Ja, haben wir. Sehr gut. Bisschen verwinkelt, aber die Karte ist auch wieder so schön geworden. Ich mag dieses Wüstige, dieses leicht Vernebelte durch den Wüsten-Sahara-Staub. Das ist schon was Schönes. So, wir haben eine Wegmarke in Sicht. Das ist schon mal sehr gut, dass wir besser porten können über die Karte. So, die ist genau hier. Hier sind auch die Bounties, die Kopfgelder. So, wo haben wir jetzt unsere Punkte? Okay, wir sind jetzt ein bisschen vorbeigeflogen, aber das ist nicht schlimm. Wir haben jetzt hier unseren nächsten. So, mal gucken. Den Geiselweg haben wir freigeschaltet. Ey, ich war doch unsichtbar. Macht gibt mir recht. Aufgeladen. Okay, das hat geklappt. Ich hoffe, keiner kommt jetzt zu uns gerannt. Und bahne nun uns unseren Weg. Oh, ich liebe diese Karten. Ich habe mich so gefreut. Genau wie auf die Karten im Güldener Talkessel.
die verschlungenen Tiefen, auch wenn die vom Erkunden her ätzend sind, weil das so verwinkelt ist, weil man gar nicht weiß, okay, ist da jetzt wirklich auf der Ebene? Da muss man oft irgendwo sich dazwischen fallen. Jetzt bin ich schon wieder heruntergeholt worden hier. Da haben wir auf jeden Fall die nächste Wegmarke. So, und hier ist unser Wappenlager. Genau da ist das Wappen. Zack. Die Banner hängen, die Lager sind besiegt. Das ja, aber das waren doch jetzt nur drei. Oder? Nun zum Knochenpalast, Knochenpalast. Okay. Haben wir wieder was abgeschlossen. Das ist ja mega cool. Okay. Fangt Archon Ibero im Außenbereich des Knochenpalasts. Der ist hier unten, der Knochenpalast. Wir haben noch ein paar Wegmarken vor uns. Ich habe nur leider jetzt gerade keinen großen blassen Schimmer, wo die waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier eine Wegmarke bei ist. Irgendwo. Heißt, wir gehen diesen Hauptweg zurück. Also das ist halt schon cool hier an dieser Karte. Man hat so einen Hauptweg, der sich durch die ganze Karte eigentlich schlängelt. Auf dem man auch eigentlich zum größten Teil draufbleiben kann, um von A nach B zu kommen. Und ich meine, man hat damit auch die Mensa Wegmarken schon freigeschaltet. Wir haben zum Glück 6 Stück insgesamt. Das ist einiges im Gegensatz zu manch anderen Karten. Aber man fliegt halt trotzdem viel. Aber das ist trotzdem... Schaut es euch an. Das ist so cool. Ich finde es so cool, die Karten. Ist halt was ganz anderes als damals die Grundkarten. Und hier ist ein ganz cooles Event. Das werden wir mal mitmachen. Wo wir dann irgendeine Währung, Mosaike sammeln können. Irgendwas war da. So, da ist unser Sternchen. Mal gucken. Speer List scheint Erfolg gehabt zu haben. Sehr gut. Die Erweckten sind im Alarmzustand und vor kurzem hat der Orden Ibero unterwegs hierher in den Palast entdeckt. Ja. Also suchen wir den Archon, schalten ihn aus und nutzen Kaschmirs Hochstapler-Trick, um seinen Platz einzunehmen. Ja. Genau. Das ist kein Trick. Aufgeladen. Wir messen, wir vollführen keine Tricks. Wir bedienen uns Illusionen. Schon gut. Ihr seid ja schlimmer als Elementarmagier. Hallo! Nicht persönlich, Kommandeur. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Fangt auch ein Ibuno aus und macht sie das jetzt schon? Oder macht sie das zum Schluss erst? Das weiß ich halt jetzt nicht genau. Wann genau sie uns verwandelt. Oder eine Illusion herbeiruft. Aber ich würde sagen, vielleicht erst vorm Haupteingang. So. Mit dem Raptor kommt man natürlich hier auch rüber ohne Probleme. Ihr seid auch der... Schaltet den Archon aus! Schnell! Oh mein Gott, sie schubsen die ganze Zeit. Euer Tod nicht verlängert mein Leben. Macht gibt mir recht. Schlafen. Okay, ein paar haben wir schon. Erst Verteidigung, dann Angriff. Renn nicht weg, du Feigling. Erweckte! An meine Seite! Aufgeladen. Das war ein Knaller. Zustand wird besser. Macht gibt mir recht. Hey, jetzt hat er mich unterbrochen, der Blödi. Mich bringt nichts zu Fall. Aufgeladen.
Soldaten sind nutzlos. Erst Verteidigung, dann Angriff. Ich bringe euch einfach persönlich um. Indem du irgendwo hinrauschst. Kalte Kraft. Aufgeladen. Okay, wir haben ihn. Okay, wir jetzt, haben ihn. Da der wahre Ibero außen vor ist, bringen wir den Hochstapler ins Spiel. Cass? Ja. Ich freue mich nicht darauf, wie ein Erweckter auszusehen, aber mach nur. Mesmerisiert mich. Mesmerisiert mich. Na schön, bitte sehr. Ein Archon und sein Aufgeladen. Gefolge. So. Woo. Und? Wie sehe ich aus? Wie geil. Etwas, das ein Jahr lang tot und begraben war, ausgebuddelt und ins Leben zurückgezerrt wurde. Und ich? Das ist so geil. Genau so. Das war cool. Hoffen wir mal, dass der Visier drauf reinfällt. Es ist so cool. Oh, ich lieb's. Okay, wir sehen immer noch aus wie wir. Oder... Wir sehen aus wie wir für uns. Ah ne, ich bin der Fürst. Ah, okay. Okay. Stopp. Entschuldigung, falsche Richtung, Leute. Mir nach! Das ist so cool. Ich komme da nicht drauf klar. Das ist so cool. Oh, da sind die ersten schon. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob die es checken, ob sie schlau genug sind. Ich verstehe, warum das hier der Knochenpalast genannt wird. Ja. Sind das Zentaurenknochen? Ich schätze, Joko hast es einfach, Leichenteile zu verschwenden. Wenn ihr ein Mensch sein sollt, seid ihr ein Erweckter. Wenn ihr ein Zentaur sein sollt, seid ihr Architektur. Architektur. Genial. Okay. Kommt, Leute. Wir gehen dem ganzen Kram an und gucken, wie weit wir kommen. Rennt die Brücke nicht runter, bitte. Okay, 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 okay. Bisher hat sich uns noch keiner in den Weg gestellt. Finde ich gut. Oh. Oh. Der hat uns schon... Oh nein, ich habe Archon Ibero angegriffen. Es war ein Unfall. Bitte verzeiht mir, Archon. Bedeutet eure Ankunft also, dass der Aufstand der Sonnenspeere niedergeschlagen wurde? Als hätte es ihn nie gegeben. Ich bin hier, um Großvisier Utumishi Pläne für König Jokos nächsten großartigen Sieg zu überbringen. Ja. Natürlich, Archon. Der Großvisier bespricht sich gerade drin mit Wurmmarschall Ekolo. Wurmmarschall. Bitte erzählt Utumishi nicht, dass ich einen Archon angegriffen habe. Bitte. Ja, ja, ist schon okay. Solange du uns hilfst, geht das klar. Ausnahmsweise, wir drücken mal ein Auge zu. Okay, also wir können hier echt einfach durchlatschen. So, wir müssen hier... Oh Gott, war so deutsch, habt ihr das gehört? Der sagte... Gut, wird gut sein, König Joko oder irgendwie was. Okay, da sitzt der Großvisier. Natürlich weiß König... Großvisier Utumishi? So, hallo. Archon Ibero, seid mir willkommen. Ihr kommt doch gewiss, um diesen erbarmungslosen Sonnenspeeraufstand niederzuschlagen. Ich bringe Order von König Joko. Er befiehlt, dass wir uns gegen die wahre Bedrohung wenden. Den gefallenen Gott Balthasar. Er hat mich beauftragt, seine Armee gegen die entehrte Gottheit zu führen. Ich gehe davon aus, dass ihr die nötigen Vorbereitungen treffen werdet. Ich fühle mich geehrt, Archon. Bin aber auch verwirrt. Mir war nicht klar, dass Joko zurückgekehrt ist. Wie ihr wisst, hat Joko mir in seiner Weisheit lediglich Befehlsgewalt in zivilen Angelegenheiten erteilt, nicht in militärischen. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das sieht euch gar nicht ähnlich, Archon. Ihr seid sonst so präzise. Oh oh. Vielleicht habt ihr mich falsch verstanden. Vergebt Utumishi, Archon. Er kann einfach nicht verstehen, wie wenig Aufmerksamkeit die Helden des Schlachtfelds, wie ihr und ich... den Stellenbeschreibungen von Beamten schenken. Ich hoffe doch, der Visier stellt direkte Befehle seines allsehenden Königs nicht in Frage. Oh nein, nein. Den Willen des höchst generösen Joko würde ich niemals in Frage stellen. Anders als meine werte Bekanntschaft hier, sichere ich euch die bedingungslose Gefolgschaft meiner Person und meines Wurmtrupps zu.
Wurmtrupps. Okay. Ich gehe davon aus, dass die Marschälle Ogun und Eranko dasselbe tun werden. Und wie kann ich mit den anderen Marschällen in Kontakt treten? Truppmarschall Ogun findet ihr in seinem Lager südöstlich von Bijin. Dort bildet er gerade neue Rekruten aus. Und Feldmarschall Eranko ist auf einem Plateau bei der Nekropole und richtet von dort aus die berittenen Truppen des Reiches ab. König Joko wird von eurer Hilfe erfahren, Wurmmarschall. Und, Visier, ich verspreche, auch euer Name wird Erwähnung finden. Führt ein vertrauliches Gespräch mit eurer Gruppe. Ein vertrauliches Gespräch, okay. Sie hat scheint nicht durchblickt, wer wir wirklich sind. Der andere ist ein bisschen misstrauisch. Deshalb sollen wir jetzt einmal hier raus um die Ecke. Hab Dank, dass ihr meinen Angriff dem Großvezier gegenüber nicht erwähnt. Bitteschön. Okay. Gut gespielt, Kommandeur. Ihr habt wahrhaftig Talent, euch in der Welt bürokratischer Schleimereien zurechtzufinden. Jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden Marschälle dazu kriegen, sich der Sache anzuschließen. Genau, das fehlt beim noch. Beim Visier habe ich es beinahe vermasselt. Wir sollten uns aufteilen. Schauen wir, was wir vorab über die anderen beiden herausfinden können, um Fehler zu vermeiden. Können wir uns fürs Erste wenigstens diese Verkleidung sparen? Das Starren der Bussarde macht mich nervös. So, besser? Viel. Aber ich glaube, der Gestank haftet meinem Fell immer noch an. Ich glaube, das war vorher schon da. Wir treffen uns in der Nähe von und tauschen uns über den Truppmarschall aus. Viel Glück. Okay. Instanz fertig, wir dürfen raus. Ich hoffe, wir stehen jetzt nicht da, wo direkt ein paar Leute sind zum Aufgeladen. Angreifen. Deshalb werden wir uns mal kurz hier auf die Himmelsschuppe setzen. Feinde meines Freundes. So, wir setzen uns jetzt mal ganz kurz hier hin. Okay, wir sind, in welchem Kapitel sind wir denn überhaupt? Wir sind Kapitel 10 schon. Wow, okay, das ist heftig. Aber ich würde sagen, wir machen dafür heute mal eine kürzere Folge, da die letzte so lang war. Ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Würde mich diesbezüglich natürlich sehr über ein Like und ein Kommi von dir freuen. Und wenn du neu bist, drück gerne den Abo-Button, ist kostenlos für dich und aktiviere die Glocke, damit du keine Videos mehr verpasst. Ich würde dann sagen auf jeden Fall, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, sag Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.